Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 25. Juni. Heute haben wir dabei die Corona-Warn-App, Pokémon Unite, Amazon, WhatsApp und Sony PlayStation. Beginnen tun wir mit etwas sehr Wichtigem und zwar mit der Corona-Warn-App. Wenn ihr die noch nicht installiert habt, dann installiert euch die bitte, denn je mehr mitmachen, desto besser werden die Resultate sein. Und zurück zum Thema. Nachdem die Corona-Warn-App am Dienstag vor einer Woche auf den Markt kam, gab es kurz darauf schon die ersten Beschwerden, denn sie war nur im deutschen App Store runterzuladen. Ja, und manche Nutzer haben eben keinen deutschen App Store-Account, aus welchem Grund auch immer, und laden in den anderen Ländern herunter. Dann gab es Nachfragen und jetzt gibt es Vollzug zu vermelden, denn das Robert-Koch-Institut, das ist zuständig für die Veröffentlichung der Corona-Warn-App, die hat nun bekannt gegeben, dass diese in mehreren Ländern zusätzlich rauskommt. Und zwar in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, der Tschechischen Republik, Polen, Dänemark, Rumänien und Bulgarien. Also in den jeweiligen Länder-App-Stores ist die Corona-Warn-App dann auch runterzuladen und hoffentlich installieren sich dann ein paar Leute mehr diese, denn, wie gesagt, je mehr das machen, desto besser die Resultate. Ein paar Länder können aber trotzdem da noch zukommen. Nächstes Thema, Pokémon Unite. Was ist das? Das ist ein neues Spiel, was vorgestellt worden ist von der Pokémon Company. Dabei handelt es sich um ein MOBA, ein Multiplayer Online Battle Arena Game. Das ist ähnlich wie League of Legends. Man kämpft in zwei Teams mit 5 Spielern, in dem Fall halt mit Pokémon. Das Spiel ist Free-to-Play, aber wir wissen ja alle, was das bedeutet. Da kann man in-game bestimmt den einen oder anderen Euro noch lassen. Und es kommt raus für Nintendo Switch und für Smartphones, also für Android und iOS. Wann? Das wissen wir nicht. Aber wenn wir es wissen, dann sagen wir euch das hier im Daily. Nächstes Thema, Amazon, die wollen jetzt Produktfälscher finden und die entsprechend natürlich auch von der Plattform runterschmeißen. Deswegen haben sie jetzt eine eigene Einheit gegen Fälschungskriminalität und zur Strafverfolgung von Fälschern gegründet. Es handelt sich dabei um ein globales Team, die sollen sich daran kümmern und die Einheit heißt Counterfeit Crimes Unit, CCU. Ja, bin mal gespannt. Sie feiern sich generell natürlich schon vorab, dass sie durch ihre umfassenden Anti-Fälschungsprogramme auf Amazon schon 99,9% aller Produkte als keine Fälschungen sicherstellen. Das mag man vielleicht durchaus auch bezweifeln können, gerade wenn man sich, was weiß ich hier, schon alleine Apple-Ladegeräte, glaube ich, anguckt. Gucken wir mal, ob sich da wirklich noch was ändert. Ist natürlich ein großes Problem. Ist zumindest schön, dass Amazon da vielleicht noch einen weiteren zusätzlichen Schritt jetzt macht. Vielleicht bringt es ja doch was, auch wenn ich da skeptisch bin. WhatsApp, da hatten wir hier auch im Daily berichtet, dass WhatsApp in Brasilien Geldtransfer ermöglichen möchte auf Basis von Facebook Pay. Und das wurde ja auch gestartet vor kurzem und jetzt ist schon wieder Schicht im Schacht, denn es wird eingestellt. Und warum? Ja, ein paar Banken haben sich beschwert. Das wäre ja jetzt nicht fair, man könnte nicht mitmachen. Und dann hat die Zentralbank von Brasilien das durchgesetzt und jetzt ist es erstmal wieder weg. Das scheint mir so der übliche Fall zu sein, wenn man kein anderes Produkt hat oder nicht mitspielen kann, dann einfach mal verbieten lassen. Das sehen wir ja in anderen Bereichen auch. Schade. Wäre natürlich ein schöner Test gewesen für WhatsApp und vielleicht wäre es ja dann auch woanders ausgerollt worden. Gucken wir mal, wie da die nächsten Schritte sind. Was jetzt auf jeden Fall auch weiter ausgerollt wird, das ist das Kopfgeld, was Sony ausgesetzt hat in ihrem Programm, um Bugs in der PlayStation 4 zu finden. Das fängt bei 50.000 Dollar an und bislang war das eigentlich nur für private Leute offen. Und nun ist es dann weiter geöffnet worden. Sony ermöglicht damit auch noch sogar Firmen und Gamern und wem auch immer die Möglichkeit, an diesem Programm teilzunehmen und entsprechend Bugs zu reporten. Und es gibt auch kleinere Bugs, also Low-Priority-Bugs, die starten dann bei 500. Aber die kritischen, um die es Sony geht, die, wie gerade schon gesagt, sind bei 50.000 Dollar angelegt.
Wenn man da Firm ist, kann man sich da ein paar Dollar verdienen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, denn durch das Geld werden natürlich Leute motiviert und so tauchen Bugs früher auf und können entfernt werden und schützen dann auch jeden Gamer, der auf der Plattform ist. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Geek Talk Daily für heute, für den Donnerstag. Ich wünsche euch einen guten Tag, kommt gut rein und ich hoffe, wir hören uns dann morgen nochmal zum Ende der Woche. Bleibt positiv, bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.